Ganz herzlich begrüße ich euch heute zum von Leichnamsfest, heute zum Gedanken zum Evangelium. Hat mich heute tief berührt, dieses Wort, wo Jesus sagt, wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Ja, zum von Leichnamsfest habe ich wunderbare Gedanken bei Papst Benedikt XVI. Gefunden. Einige davon möchte ich gerne mit euch teilen. Zur Einführung dieses wunderbaren Fronleichnamsfestes hat die heilige Juliane von Lüttich wesentlich beigetragen. Schon mit 16 Jahren, als Kind noch, hatte sie so zum ersten Mal eine Vision von Jesus, der ihr später in der eucharistischen Anbetung immer wieder erschienen ist. Und er hat ihr in dieser Vision einen Mond gezeigt, in seinem vollen Glanz. Aber es war ein dunkler Streifen darin. Und Jesus erklärte ihr, der Mond symbolisiert das Leben der Kirche auf der Erde. Dieser dunkle Streifen dagegen, dass ein Fest fehlt in der Kirche. Und er bat Juliana, sich für dieses Fest einzusetzen, bei dem die Gläubigen die Eucharistie anbeten können, um den Glauben zu mehren, die Übung der Tugenden zu fördern und die Schmähungen des allerheiligsten Sakramentes zu sühnen. Denken wir hier dabei an die vielen unwürdigen heiligen Kommunionen. 20 Jahre lang hielt die heilige Juliana diese Vision geheim, bis es dann endlich wagte, sie zu offenbaren. Es folgte leider ein heftiger Widerstand. Doch der Bischof von Lüttich wagte es dann als Erster, dieses Fest in seiner Diözese einzuführen. 1258 starb die heilige Juliane, wobei in ihrer Zelle während ihrem Sterben das allerheiligste Sakrament ausgesetzt war. Im Sterben betrachtete sie noch mit letzter liebender Hinwendung den eucharistischen Heiland, den sie stets in ihrem Leben so geliebt, verehrt und angebetet hat. 5 Jahre später dann in Bolzeno in Italien ereignete sich ein großes eucharistisches Wunder. Bei einer heiligen Messe, gerade bei der Wandlung, wurde ein Priester von großen Zweifeln befallen, ob Jesus wirklich in der heiligen Hostie gegenwärtig ist. Und da begannen plötzlich Blutstropfen aus der geweihten Hostie hervorzuquellen. Das bewegte Papst Urban IV. So sehr, dass er ein Jahr später das Fronleichnamsfest für die ganze Kirche einführte. Im Katechismus lesen wir über den Glauben an Jesus in der heiligen Eucharistie diese Worte. Ja, Jesus Christus ist in der Eucharistie wirklich, tatsächlich und substanziell gegenwärtig mit seinem Leib und seinem Blut, mit seiner Seele und seiner Gottheit. In der Eucharistie ist also der ganze Christus, Gott und Mensch, auf sakramentale Weise gegenwärtig. Das heißt, unter den Gestalten von Brot und Wein. Papst Benedikt sieht in unserer Kirche einen neuen eucharistischen Frühling hervorbrechen und sagt, wie viele Menschen verweilen still vor dem Tabernakel, um mit Jesus ein liebevolles Gespräch zu führen. Und er lädt uns alle ein und sagt, liebe Freunde, die Treue zur Begegnung mit Jesus in der Sonntagsmesse ist für unseren Glaubensweg wesentlich. Aber wir sollten auch den im Tabernakel gegenwärtigen Herrn oft aufsuchen. Gerade wenn wir die geweihte Hostie anbetend betrachten, zieht uns der Herr zu sich, in sein Geheimnis hinein, um uns zu verwandeln, wie er Brot und Wein verwandelt. Bei Jesus finden wir stets Kraft, Trost und Freude. Und diese Kraft, Trost und Freude bei Jesus wünsche ich euch allen und so segne und schütze euch alle der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich allen wünsche noch ein gesegnetes,
Wunderbares von Leichnamsfest.